Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir ein Pavillon. Wir brauchen sechseckige Schachteln, transparente Verpackung, eine Perle, eckige Holzstäbe, Streichhölzer, kleine Schachteln, Eierkarton, Pappe, Spielsteine, die Früchte vom Amberbaum, Eicheln, eine Kette, ein Minilicht und ein Fieberthermometerhütchen. Für den unteren Teil des Pavillons nehmen wir eine sechseckige Schachtel und schneiden Fenster und eine Türöffnung hinein. Dann nehmen wir Pappstreifen und kleben sie von außen an die Schachtel an. Die überstehenden Ecken abschneiden. Um den Boden ein bisschen zu verstärken, kleben wir die Schachtel auf ein Stück Pappe und schneiden dann alle überschüssigen Ecken ab. Für die Fensterbretter nehmen wir wieder Pappstreifen und kleben sie in die Fensteröffnungen. Das gleiche machen wir noch mit einer zweiten Schachtel, das wird dann der obere Teil des Pavillons. Auf den oberen Teil des Pavillons kleben wir mittig einen eckigen Holzstab fest. Und an diesen eckigen Holzstab kleben wir weitere Holzstäbe in jeweils alle Ecken. Jetzt kleben wir diese kleinen schmalen Dreiecke noch auf die eckigen Holzstäbe. Das macht das Ganze dann später beim Dachdecken ein bisschen einfacher, wenn man nicht so hundertprozentig genau arbeitet. Wer da ordentlicher als ich abmisst, braucht diese kleinen Dreiecke gar nicht. Die überstehenden eckigen Holzstäbe abschneiden. Für das Dach schneiden wir aus Pappe 6 Dreiecke aus und aus Eierkarton lauter Dachziegel. Und diese Dachziegelreihen kleben wir dann auf die Dreiecke. Alles Überstehende natürlich abschneiden. Und mit diesen sechs Dreiecken decken wir nun das Dach. Und weil ich eben nicht ganz so genau mit diesen Dreiecken war, habe ich diese Mini-Dreiecke gebraucht. Sonst hätten die gar nicht auf die eckigen Holzstäbe draufgepasst. Und dass da jetzt so ein paar Lücken zwischen den Dachdreiecken sind, macht auch gar nichts, weil da kommt eh noch was oben drüber. Nämlich so abgerundete Eierkartons. In die Mitte kleben wir noch ein Sechseck aus Eierkarton. Jetzt kleben wir eckige Holzstäbe in die Fenster ein. Und zwar nur die oberen. Und auch die unteren vom unteren Teil des Pavillons, also die waagrechten jeweils. Auf das Dach kleben wir der Schönheit willen noch eine Perle. Jetzt kleben wir den unteren Teil des Pavillons auf den Deckel von den sechseckigen Schachteln als Fundament. Im Häuschen verlegen wir dann noch Parkettboden aus Pappe. Für die Treppe nehmen wir zwei kleine Schachteln und kleben sie aneinander. Und kleben obendrauf noch ein rechteckiges Stück Pappe. Es sollte ein bisschen vorne überstehen. Das gleiche machen wir jetzt noch mit ganz schmalen Schachteln. Und zwar habe ich da einfach eine Schachtel gekürzt. Wieder ein rechteckiges Stück Pappe obendrauf kleben. Und die Treppe ans Fundament kleben.
Zuerst die hohe Stufe und dann die niedrige. Für das Geländer nehmen wir eckige Holzstäbe und kleben sie auf die Treppe. Vorerst aber nur die senkrechten, weil sonst können wir nämlich nicht mehr gut später die Fensterscheiben einkleben. Für die Blumenkübel nehmen wir einen Eicheldeckel und kleben ihn auf einen Spielstein. Und in den Eicheldeckel kleben wir einen runden Eierkarton als Erde. So sieht das Ganze schon mal aus. Und jetzt geht's ans Bemalen. Zunächst mal den Parkettboden in ockerfarbener Acrylfarbe bemalen. Die Treppe und das Fundament mit grauer Acrylfarbe bemalen. Das Häuschen von außen in hellblauer Acrylfarbe bemalen. Das Dach mit anthrazitfarbener Acrylfarbe bemalen. Und von innen mit weißer Acrylfarbe bemalen. Auch die Fensterbretter und Fensterrahmen mit weißer Acrylfarbe bemalen. Die Blumenkübel mit weißer Acrylfarbe bemalen und die Blumenerde mit brauner Acrylfarbe. Für die Buchsbäume nehmen wir die Früchte des Amberbaums und schneiden zunächst alles Überschüssige ab, was da so absteht, und verschließen die Löcher dann mit Heißkleber und bemalen den Buchsbaum mit grüner Acrylfarbe. Und kleben dann diese Kügelchen auf die Blumenerde. Jetzt brauchen wir noch viele weitere eckige Holzstäbe und Streichhölzer als Fensterrahmen und als Sprossen. Die malen wir mit weißer Acrylfarbe an, damit wir sie später dann gleich einkleben können. Jetzt kleben wir beide Haushälften aufeinander und hoffen, dass auch alles zusammenpasst. Und die weiß bemalten eckigen Holzstäbe kleben wir jetzt in die Fenster als Rahmen ein. Und auch als Türrahmen kleben wir sie ein. Jetzt sind die Sprossen dran, hierfür nehmen wir die Streichhölzer und kleben sie in die Fensterrahmen. Für die Haustür kleben wir einen Rahmen aus eckigen Holzstäben zusammen, kleben zwei Pappstücke aufeinander und kleben dieses Pappstück in den Türrahmen. Noch einen eckigen Holzstab hineinkleben auf die Pappe. Und wieder Sprossen aus Streichhölzern basteln. Und die Tür mit weißer Acrylfarbe bemalen. Jetzt kommen wir an die Fensterscheiben, hierfür transparente Verpackung ausschneiden und von innen an die Fenster kleben. Das ist eine ganz schöne Fummelei gewesen, weil meine Hand doch etwas zu groß war für die Türöffnung. Und jetzt können wir auch das Geländer fertig basteln, hierfür wieder eckige Holzstäbe auf die senkrechten Geländerstangen kleben. Und jetzt zum Schluss noch die Tür ankleben.
Da ist das Häuschen eigentlich fertig, aber ich dachte mir, irgendwie wäre es ja auch ganz nett, noch ein Licht reinzumachen, dass es auch im Dunkeln schön leuchtet. Dafür habe ich jetzt ein Fieberthermometerhütchen genommen, gekürzt und an so ein Minilämpchen eine Kette geklebt. Das sind solche Lämpchen, die man auch an Hochzeiten und Geburtstagen verwenden kann. Und das Ganze mit silberner Acrylfarbe bemalt und das Ganze dann von innen an das Häuschen gehängt. So, da haben wir es geschafft. Da können die Wichtel oder die Puppen einziehen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.